Auch nicht hier. Also Karte habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf. Kann es auch anders sein. Bei Resident Evil 1 war das irgendwie leicht, aber das kann, glaube ich, sein, daran liegen einfach, wenn man die ganze Zeit im in und demselben Gebäude rumlatscht. War das jetzt überhaupt hier? Ne, das war in andere Richtung. Und sowieso ein bisschen braucht, um weiterzukommen. Ne? Wenn man es nicht kennt. Dass man sich das dann automatisch einprägt. Hier ist das, glaube ich, noch nicht so weit. Und ja, normalerweise sollte das aber auch bloß hier spielen. So, bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Ja, Zug. Ich muss hier rein. Da war noch eine Tür, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Mal gucken. Ach doch, da war ja noch eine Tür. Stimmt. Warte mal. Die Kerze ist abgebrannt. Juhu. So, was haben wir hier? Kommen wir jetzt hier rein? Verschlossen. Können wir es vielleicht trotzdem mal versuchen? Nee. Alles klar. War hier schon mal nicht der Fall? Ach so, das sind ja diese komischen Viecher, die die Geräusche machen. Na gut, dann wieder raus. Mal gucken, wo wir noch hin können. Ich kann mich noch an eine blaue Tür erinnern. Aber wo war die? Okay, wir haben da... Okay, ein paar Möglichkeiten haben wir noch. Das große da oben, da ist das mit dem Schwert davor, glaube ich. Das bringt mir nichts. Aber da kommen wir als nächstes hin. Also, probieren geht über studieren. Alter. Also, wenn es ein bisschen gemächlicher zwischenzeitlich zugeht, bitte nicht wundern. Es kann halt nicht immer Action, Action, Action sein. War die komische Türe jetzt hier hinten? Ja, aber das war ja... Ja, das war ja bloß dir. Dann nimm sie ihn einfach weg, Kollege. Was ist daran so schwer? Nein. Steuerung. Gut, die können wir nicht, aber da hinten haben wir noch einer. Dann gehen wir mal dahin. Schauen uns noch ein bisschen das schöne Herrenhaus hier an. Naja, gut. Das heißt Herrenhaus, das ist eine Ausbildungsstätte, aber... Es erinnert einen doch... zumindest mich schon ziemlich stark ins Herrenhaus. Obwohl es das noch nicht ist. Vielleicht kommen wir da noch hin. Ist das die Tür? Ah, stimmt. Das hatte ich ja in Verbindung gesetzt mit der Türe. Genau, genau. Aber hier kam ich auch nicht weiter, ne? Hier gab es ja keine weitere Tür. Oh, Steuerung. Entschuldigung. Bin ich jetzt eigentlich? Ach so, ich bin da hinten. Ah, okay, das war die Tür mit der Uhr. Kann er... Ey, bitte. Alter. Warum? Versteh's nicht. Ah, gut, dann gehst du halt voraus. Oder wir müssen echt erst die Waage irgendwie tarieren, aber... So, ich hätte gern ihn hier zurück. Ich sag mir nicht, warte, dass die blöde Tür hier drin war. Alles klar. Split up. Roger. Wünsch mir Glück. Die vier kann ich mit meiner Puppingwaffe vielleicht kalt machen, aber das bringt ja nichts. So. Lalala. Au. Es war klar, weil die scheiß Tür blau ist. Wir hatten noch nirgendwo. Warte, wenn ich schon mal hier bin. Ich hätte ja eine Idee, aber ob die so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Pass auf, wir tauschen mal kurz das gegen die Eisnadel. Ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht bringt es ja was. Und ich muss die nicht unbedingt kalt machen, sondern kann die bloß durchflaschen. Au, au. Au, fuck! Au, fuck! Au, fuck! Au, fuck! Lass los, du Arsch! Lass los, du Arsch!
Wir sind immer noch gesund, das ist schön. Jetzt stehe ich wieder nicht genug dran, ne? Oder nah genug dran, ne? Jetzt. Okay. Au, 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 raus. Gut, das war einmal nischt. Warum denn auch? Wäre zu schön gewesen. Pass auf. Let's regroup. Roger. Du kommst mit und wir tauschen erstmal wieder. Ich bin immer noch gesund, das finde ich sehr schön. Ist das? Wir haben ja auch noch Mikrofilm. Ah, den konnten wir auch noch nicht angucken, glaube ich. So, jetzt müssen wir erstmal weiter gucken. Leider Gottes. Da sind auch Ritter vor. Das bringt mir ja auch nichts. Nee, das war, warte mal, das kleine Ding war der Aufzug, ne? Und das ist unten. Naja, pass auf, dann gehen wir mal eins weiter runter. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Ja. Entschuldigung und Dankeschön. Das ist aber dann hier vom Scheißhaus. Ich mag den vom Scheißhaus nicht. Na, hier sagt er mir auch bloß wieder, das ist lalala, Porträt. Ja, wo wahrscheinlich eine Tür dann rauskommt, wenn wir die Waage daraus getüdelt haben. Kommen wir hier direkt zum Klo? Ich glaube nicht, ne? Hier war noch ein kleiner Gang. Ist denn der Penner schon da? Ich weiß es nicht. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Na, gucken wir mal, ob der Schlüssel hier nochmal passt. Nein, da gehe ich nicht hin. Warte, warte, warte. Vielleicht geht's ja auch mit dem, mit der Eisnadel. Ja, okay, okay. Warum denn auch? Wir gucken weiter, da kommen wir nicht rein. Okay, auf der anderen Seite. Das ist die letzte Möglichkeit. Nein! Nein, 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 nein. Wo kommt der? Wo kommt. Warum? Oh, ey, bitte verfolgt mich nicht. Das wäre echt scheiße. Das wäre echt scheiße. So, ich hoffe, hier hat sich alle kalt gemacht gehabt. Oder? Natürlich nicht. Nein! Okay. Natürlich, warum? Lebt er wieder oder war er nicht tot? Ach, toll. Warum stehst du jetzt wieder? Nein! Warte, so. Könnte alles viel schneller gehen. Weißt du, was bei dem Spiel echt schön wäre? Alter! Alter! Wenn es wie bei Silent Hill zum Beispiel wäre, da konntest du die Viecher abknallen, einmal drauflatschen, gut war. Ah, hier haben wir noch eine rote Tür. Ja, danke. Bitte kein grünes Viech. Bitte kein grünes Viech. Oh, nett. Ich krieg Hunger. Ich hab bloß irgendwie Angst, wenn ich jetzt hier das Benzin, Feuerzeugbenzin oder was das auch immer ist, aufnehme, dass irgendwo was rausgesprungen kommt. Diese Utensilien sind abgenutzt. Mach Sachen. Okay, da haben wir noch eine Flasche. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Okay.
könnte zwar wieder Molotow-Cocktails machen. Das wäre vielleicht für einige Viecher nicht zu schlecht. Brennflüssigkeit, natürlich. Aber was nu? Zwar Brennflüssigkeit? Hat sie noch irgendeinen Slot eigentlich frei? Nee, ich habe aber noch einen Slot frei. Stimmt ja, ich muss ja die netten Herrschaften da beschäftigen, sagen wir es mal so. Das war's? Jetzt bin ich genauso weit wie vorher, mehr oder weniger. Brennflüssigkeit, aber wofür? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nö. Weil auch einfach der Kamerawinkel, der gleich kommt, als ob hier irgendwas sein muss. Stehe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier noch alles hatten. Okay, er, ihm geht's nicht so gut. Der Wasserhahn ist rostig. Jetzt kommt kein Tropfen Wasser raus. Brauchen wir Wasser? Sollten wir Wasser brauchen? Also, ja, theoretisch schon, aber ich meine, das ist ja in Spielen irgendwie... Braucht man ja überhaupt nicht. Warte kurz. Bin ich hier jemals runtergelaufen? Ich glaube nicht, oder? Okay, ich muss hier wahrscheinlich erst irgendwas abstellen, damit ich da vorbeikomme. Oder? Ich meine, ich gehe doch hier drauf, wenn ich da... Oder? Ja, war klar. Der Werk wird von einer super heißen Dampfwolke versperrt. Ja, das habe ich gesehen. War aber nicht zu nah... Ja, dann mach doch mal aus hier. Dreh doch mal Ventil ab oder so. Oder kann ich hier? Kann ich hier? Kann ich hier? Nö. Hat's mir wehgetan? Nein, schwängert. Okay, aber da unten war ich trotzdem noch nicht. Gerade sagen, es hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht rumkrepelt. Das wäre scheiße. Das wäre echt scheiße. Oh nein, ich höre ihn noch schon, ich höre ihn noch schon. Komm mal weiter zurück, komm mal weiter zurück. War's das? Ist er fertig? Ich hoffe. Aber ich hätte, glaube ich, bloß ein Speicherpünktchen gehabt, oder? Moment. Ist das nicht auch ein Jagdgewehr? Ja, das ist ein Shotgun, oder? Ach, 7 Schuss nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir erstmal mit. Wir wissen ja, wo das andere liegt. Ja, Benzin. Warte, hat Madame noch was frei? Einfach bloß mal so aus Spaß. Austausch. Noch was anders. Ist zwar ein bisschen fies, weil sie kann sich ja im Endeffekt gar nicht wehren und ich habe ihr auch, glaube ich, gar keine Waffe zugeteilt, aber ja, ist halt durch, ne? Ja. Nee, warte. Ablegen, jawohl. Nur zur Sicherheit. Ich habe ja eh bloß 3 Flaschen, also. Was bringt mir das ganze Benzin? Weil ich nicht genug Flaschen habe. Okay. Das hatten wir, das ist sehr schön.
Ich habe echt so lange nicht mehr gespielt. Und kann auch sein, dass ich jetzt wieder in so eine Phase komme, wo ich... Ah, stimmt. Stimmt. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder in eine Phase komme, wo ich jetzt Ewigkeit nur erstmal suchen muss. Weil ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, wo ich diesen komischen, diese komische Nadel da benutzen kann und das Benzin. Ich könnte spaßeshalber nochmal zum Ende der Folge zum Dings gehen hier. Na, ihr wisst schon. Zu unserer heißgeliebten Waage. Aber den Rest, da muss ich dann wahrscheinlich suchen. Und es ist zwar für das Spiel normal, aber ich kann es mir vorstellen, dass, gerade wenn man es auch schon vielleicht kennt, dass es. Kann ich hier vielleicht Benzin draufkippen, dass er irgendwie hier. Warte kurz. Oh, und nu? Das brauche ich jetzt nicht. Ach so, das war ja Kostüm ändern. Ob hier, aber. Okay, ich habe ein Feuerzeug. Ich kann jetzt also was anzünden, aber was? Was ist die Frage? Ich wollte. Nach oben, ne? Ver so, wir können jetzt was anzünden. Oder ist das für irgendein Notfall? Das verstehe ich gerade nicht. Pass auf. Pass auf. Eins werde ich noch probieren, vielleicht. Jawohl. Nein. Aber schön, dass ich so auch die Charaktere schnell wechseln kann. Das ist auch was Neues. Ich habe zuerst die schwarze draufgepackt. Ich werde mal zuerst die weiße draufpacken. Ja. Ja. Okay. Aber das ändert ja auch nichts, oder? Ich gehe mal kurz zu der komischen. Zur komischen Dings mit der Uhr. Das dürfte ja auch nichts ändern. Nee. Okay. Ja, ich kann ja auch nicht irgendwie draufpacken oder so, dass das wieder gleichmäßig ist. So. Das wäre es natürlich. Nee. Er packt sie wieder rein. Ja, das war klar. Das löst ja auch eine Schau ist, deswegen. Na gut. Ich kann mir nicht denken, dass das, dass ich. Nee, das wäre es gut gewesen. Okay. Nee, gut, ihr merkt ja schon, ich weiß langsam nicht mehr so wirklich weiter. Ich werde jetzt nochmal speichern gehen. Natürlich reicht das auch so, wenn ich das außerhalb der Aufnahme mache und dann mal gucken, ob wir das nächste Mal weiterkommen. Also, wir werden, denke ich mal, schon weiterkommen, aber ob wir das gleich zusammen machen oder ich werde mich, glaube ich, erstmal ein bisschen umgucken und dann mal euch wieder mitnehmen, wenn es dann weitergeht hier bei Resident Evil Zero. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis morgen. Ciao, ciao.